Wieder ein Minecraft-Video, diesmal nicht aufgenommen auf einem großen, schnellen Computer, sondern aufgenommen auf meinem ersten eigenen Laptop aus dem Jahre 2007. Also der Laptop, die Minecraft-Version jetzt hier nicht. Für die, die sich vielleicht interessieren, ich habe einen Intel Core 2 Extreme X9000, auch aus dieser Zeit etwa. Und die Grafikkarte, in Anführungszeichen, ist die integrierte im Chipset, also eine extrem langsame im Vergleich zu allen anderen Grafikmodulen. Naja, 30 FPS habe ich trotzdem, das habe ich aber auch nur deswegen, weil ich die Grafikeinstellung extrem niedrig eingestellt habe. Aber egal, es geht ja hier um den Inhalt und nicht darauf, wie es aussieht. Ja, ich bin hier dabei, in einer ziemlich wilden Welt einen Schacht nach unten zu bauen. Ziemlich weit unten bin ich schon. Man könnte jetzt denken, dass ich ja bald Bedrock erreiche, aber auf der Höhe hier etwa, wo ich jetzt gerade bin, ist die Höhe, auf der die Wolken auftauchen normalerweise. Also ich könnte vielleicht die Wolkenhöhe höher einstellen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Optifine auch machen kann. Ja, diesen ganzen Weg habe ich mir hier schon freigegraben. Hier hat jemand Glas hingebaut. Ich hätte sonst vielleicht den Turm etwas höher noch enden lassen, aber naja, jetzt ist das Glas schon mal da und ich habe kein Werkzeug, um die jetzt abzubauen. Muss jetzt mal kurz Karotten essen, auch wenn ich das sehr ungern mache. Und es ist dunkel, ich sollte also wahrscheinlich nicht rausgehen, habe aber auch kein Bett. Ah, soll ich es wagen? Ja, ich wage es. So, ich habe ja ein Schwert jetzt. Ja, es ist tatsächlich nachts. Hier ist eine Feuerstelle, die ich aber nicht gebaut habe. Und hier... Aha, es ist keiner online. Das kann nur eins heißen. Ja, ich kann mir etwas mehr Holz nämlich jetzt holen. Das konnte ich vorher nicht, weil ich sonst Gefahr gelaufen bin, vom Berg runtergeschubst zu werden, den ich ja mal zeigen kann. Das ist hier... Ach, überall diese Bäume im Weg. Ich habe da eine Lösung für, wenn Bäume im Weg sind, nämlich dass man die Bäume wegmacht. Das hat auch den großen Vorteil, dass wenn die Bäume dann weg sind, man von den Setzlingen wieder neue Bäume pflanzen kann. So, einer von euch beiden muss auch weg. Welcher wird es sein? Ach, gar keiner, später. Ja, hier gibt es einen Zipfel. Ups. Ja, und damit bin ich jetzt auf dieser Insel eingeschlossen und komme nicht mehr weg. Das war das Let's Play. Ich habe jetzt auch keine Lust, so lange zu warten. Wobei mir gerade einfällt, ich habe ja Schwerter. Ein Schwert. Mal sehen. Ah ja, so geht das. Jetzt muss ich den auch geschickt an einen besseren Punkt bringen, nämlich komm mal möglichst weit hier hin. Ja, ja. Dann muss das hier mal weg. Ach, schade. Ja, das ist der allerspannendste Teil von diesem Let's Play, was ich jetzt hier mache. Ah ja, aber ich habe gewonnen, wie man sieht. Ne? Die sind beide tot, der andere doch hoffentlich auch. Ja, ich habe vorher geguckt, dass da kein Creeper von hinten kommt, während ich runtergucke. Ja, und da ich die Sichtweite auf minimal habe, sieht man gar nicht. Aber man kann sich schon denken, es geht weit runter. So weit runter, dass man da nicht runterfallen will. Ja, hindert einen nicht daran, Bäume hier hinzustellen. Und unter den ganz schlimmen Nerds, die ich eigentlich auch nicht als Abonnenten haben will, aber es ist mir doch egal, die werden schon erkennen, welche Karte das hier ist. Nein, werden sie wahrscheinlich nicht, weil man viel zu wenig sieht. Es ist wohl eine Karte, die irgendwelche Leute, die wohl bekannt sind auf YouTube, auch benutzt haben für irgendetwas. Soweit kann ich das sagen als Ratschlag. Ich habe von den gehörten Namen keinen einzigen erkannt und habe nicht mal die meisten Fachbegriffe in dessen Kontext, in dessen Peripherie verbaler interpretieren können bzw. Entschlüsseln können, weil ich die Begriffe nicht kannte. So, ich bin doch erstaunt, wie gut diese Aufnahme funktioniert. Also, ich meine, technisch, ne, das ist ein sehr leistungsbescheidenes Gerät. Oh, ein Doppelbaum, der geht nicht. Den muss ich allein aus Artenschutzgründen, muss ich das hier wegmachen. Da kann ich leider nicht anders, als das hier auch noch abzureißen. Ich habe ja das andere Spielvideo, was ich letztens gemacht habe. Warum kann ich hier keine Leiter anbauen? Was soll das?
Das andere Spielvideo, was ich letztens gemacht habe, war ja sehr ernüchternd. Und das Video ist wahrscheinlich für die Zuschauer dafür ernüchternd, während das andere für mich ernüchternd war. Was sage ich da? Für alle ernüchternd war, inklusive mich. Hingegen ist das hier weniger ernüchternd, weil erstens ich nicht komplett nur für mich alleine baue und ja, ich dabei noch Mitspieler habe. Es ist nämlich ein Server. Das heißt, für die unter euch, die nicht wissen, was das heißt, dass das nicht ein Spiel ist, das hier auf meinem Rechner lokal läuft, wie letztens, also auf dem anderen Rechner, sondern dass ein Spiel ist, das auf einem ja, Server läuft, für den ich zum Glück nicht bezahlen muss. Ich könnte theoretisch dafür bezahlen, schließlich benutze ich ihn ja auch, aber nö, da hatte jemand wohl keine Lust drauf. Es gibt Menschen, die bezahlen gern Geld und dann will ich auch dem nicht im Weg stehen. Oh nein, da sind wieder zwei Bäume. Die Armen, die muss ich sofort erlösen. Sofort weg damit. Ist das auch ein Baum? Ja. Ah, interessant. Das ist hier wohl ein Baum gewesen, der von dem anderen Baum durchwachsen wurde, oder wie man das nennen will. Die Bäume muss ich auch deswegen schon abreißen, weil die viel zu nah aneinander dran sind. Ich finde das hässlich, wenn die so in einem Busch sind. Ich finde, da gehört ein gewisser Abstand dazu. Ansonsten ist das Ganze hier etwas, ja, undekorativ. So, genug gezeigt, wie ich irgendwelche hässlichen Bäume abgerissen habe. Ja, hier sind noch mehr Bäume. Ich denke, es wäre ganz schlau, hier mal wenigstens eine Fackel hinzumachen, damit ich der Versicherung wenigstens später einen Grund liefern kann, warum die meinen Schaden begleichen sollen. So, jetzt kommen wir zum eigentlich spannenden Teil runter zurück, nämlich kann ich hier runtergehen und ich habe M gesagt, es tut mir aufrichtig leid, und kann, hier mache ich schon mal einen Vorsprung, dass ich das später zumachen kann, die Hohlräume müssen alle zu, ich kann das nicht ab, wenn Hohlräume offen bleiben. Ich dachte, dass das hier eine komplett fliegende Insel ist und dass ich dadurch irgendwann hier ja, Luft habe darunter. Dachte ich. Kommt er vielleicht auch noch, aber ich habe es jedenfalls so weit noch nicht erreicht. Also ich bin entweder im Berg drin oder es... ja, ich bin im Berg drin, offenkundig. Entweder kommt das noch oder ich bin schon unter der Höhe, wo dieses Luftloch war. Also man hat es ja eben etwas gesehen, das Ganze war etwas am Schweben. Genauso wie die Atmosphäre hier gerade am Schweben ist, das ist ein super Sprachbild. War auch diese Insel oder ist auch diese Insel am Schweben. Ist ja Minecraft, da gibt es ja keine Schwerkraft. Tür, nicht Kies. So, mal sehen, zwei und da muss wieder einer. Ja, jeden fünften, ich mache mal fünf ab. Ein Fünfer Abstand zwischen den Fackeln. So. Und da kommt dann wieder eine. Und ich habe noch eine Fackel. Wie schön, dass ich Sachen dabei habe, um mir neue Fackeln zu machen. Und das mache ich auch sofort. Mal sehen, ob ich das einigermaßen schnell hinbekomme. So, jetzt tun wir hier einen rein und... Ach so, ich habe Kohle. Ups, ja, dann kann ich das auch wieder rückgängig machen. Ich wollte gerade Holzkohle erzeugen und als mir einfiel, dass ich zum Verbrennen des Holzes da Kohle reingetan habe, habe ich realisiert, dass ich noch Kohle habe. Wobei natürlich die Holzkohle klimaneutral ist im Gegensatz zu der hier. Aber ich denke mal, dass da in dieser ganzen riesigen, unendlich großen Minecraft-Welt, die sogar größer ist als die echte Welt, ich da der einzige Spieler mit ein paar anderen bin, dass der Effekt auf den auf das globale Klima gering sein wird. So, das war hier meine kleine Demonstration. Ich muss... Ah ja, da habe ich mich verbaut. Sehr schick. Ich muss höchstwahrscheinlich jetzt gleich ausmachen, weil eine gewisse Zeit erreicht ist. Scheiße. Da habe ich auch... So, ja. Also, ich bin sogar... Ich hab Skill. Ich habe so viel Skill, dass ich sogar, wenn ich abrutsche, mich noch auffangen kann, wie man eben gerade gesehen hat. So, das sind 5. Das sieht man gut, wenn man die Beleuchtung hier auf nicht weich macht. Dann sieht man nämlich die Abstufung. So, das sind 5. Das sind 5. Das sind nicht 5. Jetzt weiß ich, dass da einer hinkommt. So. Ich muss wohl doch noch nicht ausmachen. Kann ich noch etwas weiterspielen. Und hier weiter runtergraben. Bis ich irgendwann an der anderen Seite der Weltkugel wieder rauskomme und mir fällt gerade ein, dass ich wahrscheinlich gerade irgendwas sagen wollte, das ich unterbrochen habe. Völlig egal. Es geht jedenfalls hier darum, dass ich einen Tunnel weit nach unten grabe,
bis ich irgendwann in Grabow rauskomme. Das ist ein Ort in Ostdeutschland. So. Ja, es ist etwas nervig. Ich wollte eigentlich so weit runtergraben, bis ich in einer Höhle rauskomme. Ich meinte nämlich, dass da eine Höhle war. Eine sehr große, also ein Loch unter der schwebenden Insel, habe ich ja eben schon erzählt. Und ich hatte eigentlich vor, bis dahin zu graben und da unten dann so einen Balkon zu machen, so einen Ausguck. Da ist nämlich ein Dorf darunter, über das man dann arrogant runtergucken kann. Ja, und das ist ja doof, wenn ich jetzt mit dem Tunnel da gar nicht, mit dem Schacht, muss ich natürlich sagen, vertikale Tunnels sind nämlich Schächte. Wenn ich mit diesem Tunnel da gar nicht rauskomme, dann ist ja der Tunnel irgendwie umsonst. Naja, halbwegs umsonst. Ich kann natürlich auch einen horizontalen Gang noch anschließen. Ja, ich habe eine Idee. Ich mache das so weit, bis... Ich habe eine Idee. Ich muss kurz mal cheaten. Jetzt mal kurz nicht weggucken, denn ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Y, wo steht das hier? Das zweite. 98. Gut, also ich bin noch ziemlich weit oben. Meine Güte, diese Minecraft-Level-Höhe ist etwas ganz Neues für mich. Ich habe noch nie in so einer Welt hier gespielt. Wie schön, dass ich den Satz habe. Und für mich war 98 eigentlich eine ziemlich hohe Höhe. Wenn ich jetzt ein hohes Gebäude baue oder so, dann, naja, so ganz hoch auch nicht. Aber, ja, der intelligentere und einfallsreichere Zuschauer wird wissen, was ich damit meine. Ja, ich habe letztens gemerkt, dass mein Gesundheitsvideo verdammt gut angekommen ist, dafür, dass ich noch weniger Mühe reingegeben habe in alle anderen Videos, in die ich auch keine Mühe reingebe. Daraus habe ich geschlossen, je müder und unkonzentrierter ich bin, desto besser sind meine Videos. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video und es ist 22.31 Uhr. Und ich muss morgen zum Glück nicht zur Schule oder so ein Scheiß, deswegen kann ich mir das auch erlauben. Werde aber gleich trotzdem schlafen, weil ich gemerkt habe, dass es gesund ist, wenn ich früher aufwache. Dann bin ich einfach wacher und ja, man merkt es ja jetzt, ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht und trotzdem bin ich immer noch hellwach. Also ich, naja, kann auch an anderen Gründen liegen. Ich bin hellwach und schlafe gleichzeitig ein, das ergibt total viel Sinn. Ich weiß immer noch nicht, wie weit ich noch runterkomme. Ich höre Zombies. Ich hätte fast gesagt, ich kann ja die finden und dann einfach die Leiter hochgehen, aber ich habe leider auch rausgefunden, dass die jetzt Leitern hochgehen können. Das würde also nicht mehr funktionieren. Ich werde dennoch weiter runtergraben, noch ein bisschen, bis die Zombie-Geräusche weiter von oben kommen, also ich die unterschritten habe in diesem Fall, unterholt habe, sozusagen. Und dann kann ich ja sehen, ob ich dann nochmal mich irgendwie ja, horizontal dadurch grab. Irgendwo zur Seite. So. Ja, ja. Passt. Passt. Gut. Meine Güte, sind das viele Monster hier. Was ist denn da los? Scheint wohl hier irgendwie eine Schulversammlung zu sein. Irgendwo in der Gegend hier. Ja, ich will an alle, die jetzt erst zugeschaltet haben. Voll lustig. Nochmal zur Erinnerung geben und alle, die das bewusst überhört haben, was ich auch verstehen kann, weil es extrem langweilig ist. Ich spiele hier auf einem Laptop aus dem Jahr 2007. Und ich bin überrascht, dass dieses Spiel, die Version 1.16.3, überhaupt läuft. Denn die OpenGL-Version, die von dieser Grafikkarte unterstützt wird, ist, glaube ich, höchstens die Version 2. Das steht hier wahrscheinlich auch irgendwo, oder? Hm? Welche OpenGL-Version benutzt wird? Steht das hier? Steht das hier? Steht das hier? Ah, langweiligste Sequenz im ganzen Video. Ah ja, 2.1. Also die Mesa-Version 2.1 ist, glaube ich, unterstützt auch nur. Ist das Spekulation? Das kommt von Speculare. Kommt aus dem Latein, das Wort. Naja, egal. Die Spekulation. Ich weiß nicht, wie weit. Ja, das Video entwickelt sich gerade zu einer Endlosschleife aus wahllosen Gebrabbel und Erzählen darüber, dass ich noch nicht weiß, wie weit ich noch weitergraben werde. Wahrscheinlich wird das noch so gute 10 Minuten genauso weitergehen. Also, wer sieht, dass das Video noch nicht am Ende ist, der kann jetzt schon mal, ja, wahrscheinlich eine halbe Stunde überspringen und wird dann keinen Unterschied feststellen. Langsam wird es hier dunkel, also ich scheine weiter jetzt tiefer ins Erdreich einzudringen.
Bin gespannt, ob ein Mensch das tatsächlich geglaubt hat, dass ich das ernst meine. So, oh, da ist Kies. Das ist nicht gut, den muss ich beseitigen. Ah ja, einen habe ich, das passt. Ah ja, in der Nähe von Kies sind manchmal auch Monsterfallen. Das, nicht Monsterfallen, was sag ich da? Dungeons. Dungeons oder so eine Art. Und ich habe deswegen gewisse Hoffnung, dass ich hier in der Nähe jetzt gleich in einer Höhle rauskommen werde und in dieser Höhle Monster sein werde. Was ich schon mal hatte, ist, dass ich Kies weggebaut habe und da waren die Monster auf den Kies drauf. Das heißt, ich habe Kies abgebaut und da waren plötzlich standen 3, 4 Zombies, sind runtergefallen, direkt auf mich rauf. Das hoffe ich, dass ich das wiederhole. Ich sollte auch so ein bisschen aufpassen hier. So. Stereo horchen, das könnt ihr jetzt natürlich nicht verstehen, weil ich ein Mono-Mikrofon habe. Ah, es kommt aus der Richtung. So. Ich bin ja kein Loser, das heißt, wenn ich jetzt gleich die Monster sehen werde, live on camera, werde ich die Monster erledigen und mich nicht von denen abschlachten lassen, wie so ein blöder Empfänger. Ah ja, ideale Voraussetzung. Jetzt gucken wir mal. Jetzt, hier, hierher, kommen Sie. Jetzt warte ich, bis da einer reinfällt. Da kommen sie, hier. Ah, die scheint schlauer geworden zu sein. In früheren Minecraft-Versionen wären die Zombies hier reingelaufen und könnte man ihnen schön über die Füße erschlagen. Ah, aber gute Idee, gute Nachricht hier schon mal. Ich bin angekommen an einer Stelle, wo ich jetzt hier schon mal Luft wieder habe. Wo bin ich dann? Hier, mal überlegen. Also, hier ist der Luftraum. Ja. Ah ja, hier. Ja, jetzt ist er aggressiv. Denn wenn man... Ja, kommt alle her, meine lieben Feinde. Also an alle Zuschauer, die regelmäßig umgebracht werden von Monstern, guckt euch das kurz an und lasst euch das eine Lehre sein. So spielt man Minecraft. Und nicht, indem man stirbt einmal die Minute von irgendwelchen blöden Monstern. Ah, jetzt bräuchte ich ein schärferes Schwert. Ah, wie schön, dass ich einen Laptop habe. Da habe ich ja zwei Maustasten. Eine Maustaste ist im Laptop und eine Maustaste habe ich an der externen Maus. Ich kann ja hüpfen dabei, vielleicht sterben die dann schneller. Ah, ich freue mich schon auf die Statistik, wenn man gleich sieht, dass aus dem ganzen Server ich die meisten Kills habe. Ja, kommen Sie her, genau. Danke. Ja, während ich hier so proartig hier ein Monster nach dem anderen wegschlachte, ohne dabei auch nur einen einzigen Schadenspunkt zu nehmen, möchte ich nochmal zu bedenken geben, dass ich jetzt das zweite Mal Überlebensmodus im Minecraft spiele, seit wahrscheinlich 5 Jahren oder länger sogar. Das erste Mal ist das andere Video, was ich letztens wahrscheinlich fehlerhafterweise veröffentlicht habe. Ja, mal sehen. Will noch jemand? Will noch jemand? Hallo? 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 Kann er hier was zum Locken? Ne, kann ich nicht. Aber das kann da bleiben, das ist gut. Jetzt habe ich hier eine kleine private Monsterfalle. Ich kann also jetzt jeden Tag hier runtergehen und ein paar Monster umbringen. Was hat mir das gebracht? Ah, lecker Zombiefleisch hat mir das gebracht. Kann ich aber nicht nehmen. Und andere essen das erfahrungsgemäß auch nicht, also werde ich das behalten. So. Ja, eine Tür haben wir, das ist gut. Die kann ich dann hier hinmachen. Und jetzt brauche ich noch ein Schild. Wo habe ich jetzt ein Schild? Ja, da habe ich Holz, genau so. Und jetzt kommt nämlich ein Prank. Das ist nämlich ein Prank-Video. So. So, und dann werden wir mal sehen, was da passiert, wenn ich das so stehen lasse. Naja, so, dann reiße ich das wieder ab und so, falls es jemand nicht sieht. Ja, das war dann mein Let's Play erstmal für heute. Jetzt kann man beim Hochfahren nochmal sehen, wie weit das geht. Ich bin gespannt, ob die Framerate bei diesem Video tatsächlich 30 FPS sein wird. Denn wie gesagt, es ist ein langsames Gerät. Ach ja, das mache ich nochmal zu hier. Das ist eine unten Schönheit. Wo habe ich es gehabt? Da habe ich es gehabt. Wer hat es gehabt? Oh nein, das passt nicht ganz. So, jetzt baue ich hier was ab, ohne runterzufallen, zu sterben. Dafür ist es jetzt kurz etwas langsam. Nein, das ist nicht, wenn man sich nämlich auf die Kante raufstellt. Ja, da oben ist wieder ein Vorsprung. Ah, das ist eine etwas größere Höhle. Da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht genug Kapazität haben. Aber ich kann diese 10 Schilder, die ich habe, jetzt hier irgendwie sinnvoll verbauen. Genau, ich mache oben einen Eingang rein.
Ja, ein Eingang, genau, einen offiziellen Eingang. Es ist ja ein Eingang, aber ich mache einen offiziellen daraus, indem ich das Schild hier ranstelle. Erstmal gucken, ist hier ein Zombie oder Creeper unterm Baum oder sowas, da muss man immer etwas aufpassen. Ja, ist keiner. So. Wie nenne ich das jetzt mal? L3, P3. Ja, ich habe das ja eigentlich gebaut, aber es ist hier ein Gemeinschaftsprojekt, deswegen schreibe ich das darunter. Diese Schriftzeichen hier bedeuten sowas wie, wie schöne Leute bleiben keinesfalls selber blond. Das ist so ein Codewort. Das verstehen nur Leute, die betroffen sind davon. Na, die werden schon wissen, was gemeint ist. Und hier ist eine Lagerstelle und die habe ich nicht gebaut. Die hat irgendjemand anderes gebaut. Ich weiß nicht wer. Aber ich kann da trotzdem ein Schild hinmachen. Mit diesem Motto vorher, aber andersrum. Allein aus Abwechslungsgründen. So. Ja, ich. Oh, da hat sich jemand durchgebaut. Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Aber irgendjemand war das wahrscheinlich. Und hier kann ich nochmal ganz dezent Werbung verstecken. Noch mehr Werbung. Abo dalassen und Glocke hier deppen. Nee. Ach, egal. So, Glocke. Oder so. So, das war dann jetzt mein tolles zweites Let's Play, der zweite Teil davon. Das sind Karotten, die brauche ich eigentlich nicht, aber. Ah ja, doch, ich habe Zombiefleisch. Ich muss also keine Karotten essen, das ist sehr schön. Zombiefleisch ist definitiv besser als Karotten. Erst recht, wenn ein gesunder Mensch ist wie ich, und dann hält man das auch aus, ohne krank zu werden davon. Was könnte ich jetzt noch machen? Jetzt könnte ich. Ja, genau. Jetzt könnte ich hier runtergehen und in eine dieser beiden Höhlen reingehen. Wahrscheinlich in diese dort. Ist das hoch genug? Ja. So. Und das ist jetzt das Ende.